So, da ist ein neuer Block. Um was geht es diesmal? Diesmal geht es um die unselige Diskussion, oder besser gesagt, um die Bermuda-Provokation. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich muss dazu mal ein wenig irgendwo hinschalten, damit ich das ablesen kann, weil alles kann ich mir auch nicht merken. So, auf jeden Fall. Der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber hat sich darüber mokiert, dass ein Mitglied der Piratenfraktion in Bermuda-Shorts zur Arbeit erschienen ist. Ja, wortwörtlich hat er gesagt, seitdem die Piraten da sind, verfallen die optischen Sitten, das ist unwürdig. Unwürdig? Sorry, Scheiße im Anzug bleibt Scheiße. Egal, ob der Fetzen von C&A von der Stange ist oder von Armani. Ja, also mir ist es völlig egal, ob mich einer im Anzug über den Tisch zieht oder ob mir einer jetzt, auf gut Deutsch gesagt, in der Bermuda-Shorts über den Tisch zieht. Ja, jemand, der seinen Job nicht gescheit macht, der das Land verkauft, der die Leute verarscht, der eigentlich alles tut, um an der Macht zu bleiben und dann irgendwann einmal, auf gut Deutsch gesagt, seine Rente lebenslang einschiebt, ja, obwohl er eigentlich nichts für mich getan hat, obwohl er für mich, von mir gewählt wurde, ja, also jetzt nicht von mir, ich wähle die SPD auch nicht mehr, ich habe das früher einmal gemacht, das hat sich mittlerweile geändert, aus genau eben diesen Gründen, ja, Scheiße im Anzug bleibt Scheiße. Gut. Zurück. Du wolltest gar nicht so ausrasten. Ja, auf jeden Fall ist es so, die regen sich über Sachen auf, die völlig unnötig sind. Ja? Es geht wirklich, wie üblich, mal nur darum, sozusagen den politischen Gegner, vor dem man Angst hat, und das ist meiner Meinung nach das, was diese ganzen, ja, Kindereien sozusagen als Intention haben, den Gegner, vor dem er Angst hat, anderweitig schlecht zu machen. Das mit dem Klamottenthema ist eine Sache, das ich nicht so ganz kapiere. Ich hatte mal so eine LAB, ja, Lebensabschnittsbegleiterin, die hat alle 14 Tage für 400 D-Mark, waren es damals, Klamotten gekauft. Und irgendwann kam dieser fast schon comichafte Moment, wo ich morgens im Bett gelegen bin, weil ich nicht ganz so lange brauche, um mich in der Früh fertig zu machen wie eine Frau. Und sie am Bettende, am Fußende des Bettes steht, vor dem riesen Kleiderschrank, in dem ihre Klamotten drin waren. Und kopfschüttelnd sozusagen vor sich hingejammert hat. Oh Gott, ich habe nichts zum Anziehen. Was macht man als Mann da? Also meine Reaktion war, ich habe dann gesagt, tja Mädel, wirst du nicht nackt in die Bank gehen müssen. Gut. Hätte ich nicht sagen sollen. Doch, ich muss es einfach sagen. Also, verbale Inkontinenz hin oder her. Das musste einfach gesagt werden, weil wir haben ja eigentlich kein Schlafzimmer gehabt, sondern wir hatten eigentlich ein Kleiderdepot mit Schlafgelegenheit. Und ich kann mich erinnern, wir hatten also da zwei relativ große Kleiderschränke. Der eine war weniger größer als der andere und der größere war ihre und da waren ihre Klamotten drin. Und der kleinere, das war meiner, und da waren meine Klamotten drin, da waren ja, sozusagen die Bettwäsche drin und die Decken und das Zeug, was man in der Küche so gehabt hat, also Tischdecken und so weiter und so fort. Und ja, man sieht vielleicht schon an der Relation, also was ihre Klamotten am Platz weggenommen haben und was meine Klamotten am Platz weggenommen haben und was dann am Platz übrig war für sozusagen sämtliche Haushaltswäsche. Ich habe das bis heute nicht kapiert, was eigentlich da der Grund war. Ja? Also sie hat das zwar mal begründet,
mit sie kann das nicht, sie muss also, wenn sie in die Arbeit geht, und da sozusagen ja, vor dem Kunden steht, muss sie im Endeffekt jetzt mal also sozusagen neue Klamotten auftragen, ne? Wegschmeißen konnte sie auch nichts, weil die einen Sachen hätten ja mal wieder in Mode können, kommen können in 20 Jahren oder so, und die Sachen, die ihr zu klein waren, da hat sie immer noch gehofft, dass halt irgendwann einmal so, was weiß ich, 5 Kilo Arsch wegfallen und 3 Kilo Bauch, und dass der Busen wieder ist so wie mit 17. Darum hat man das Zeug aufgehoben. Aber es ist ja, wie gesagt, alle 14 Tage wieder was dazugekommen. Ne? Also diese Sachen, ihr wisst das, also Einkaufen mit Frauen und so, das ist nicht irgendwie eine Sache, da wo wir uns Männer drüber lustig machen und uns irgendwas einfallen lassen. Ich habe das selber schon überlebt, ja. Das habe ich übrigens auch, ja. Also erlebt, mit einer Frau einkaufen gehen, ja, da geht man zum C&A und dann geht man zum Pimki und dann geht man zum H&M und dann geht man zu Neuschwanstein und am Ende kauft man dann doch wieder bei C&A, wo man am Anfang war, die Klamotten ein, weil bei dem anderen Zeug oder in den anderen Läden war die Musik zwar anders da, aber die Klamotten waren genauso kreislich. Ja. Und das eigentlich nur, um sozusagen dem Kunden als, ja, Schalterschlampe alle 14 Tage neue Klamotten zu präsentieren. Da frage ich mich echt, warum. Ne? Also, gut, ich habe jetzt ja nicht unbedingt so einen, kundenkontaktintensiven Beruf, aber ich denke mal, auch denen wird es jetzt nicht auffallen, wenn ich, was weiß ich, zweimal in der Woche einen Termin habe und auf gut Deutsch 10 Jahre lang mit demselben T-Shirt daherkomme, ja, oder sozusagen durchwechselt, ja, also wenn ich so über 10 Jahre hinweg dieselben T-Shirts habe, aber halt ungefähr 10 Stück, und die wechselt man halt so bei jedem Termin einmal durch, vielleicht zweimal hintereinander, weil da hat man ja mal einen gewissen Abstand zwischen zwei Terminen, und kann das schon mal passieren, ne? Gut, aber zurück zum Thema Gefahr im Anzug, so wird den Blog genannt. Ja, ich habe das also nicht unbedacht, dieses Wortspiel gemacht aus Gefahr im Verzug und Anzug. Ich bin wirklich also der Meinung, dass das eigentlich ja sozusagen die verzweifelnden Versuche eines Dinosauriers sind, auf gut Deutsch gesagt, ihr eigenes Aussterben zu verhindern. Ja. Vielleicht ist der, ist der Trend dorthin gehend, dass also der neue Politiker der ist, der auf gut Deutsch gesagt seine Arbeit wichtiger sieht als jetzt sozusagen den Dresscode. Und ich denke mal, ja, das ist der bessere Weg. Inhalte und Arbeit vor Aussehen und Posen. So, das war's jetzt. Haben wir schon wieder auf dem Abschaltknopf. Fällt mir noch was zu dem Thema einfallen? Ja, genau. Eine Sache fällt mir noch ein. Wenn einer von euch das mir erklären kann, ja, wieso Frauen mit diesem ganzen Klamotten-Scheiß so abdrehen, bitte schreibt mir eine Mail, sandy@der-exzellent.de. Das hätte ich ganz gern gewusst. Also wenn das einer mir erklären kann, wäre ich echt wirklich also sehr erfreut darüber. Wenn man Xande schreibt, man nimmt einfach Alexander und dann tut man vorne das Ali weg, also A-L-E, und dann das R am Ende, und dann bleibt Xande übrig. Und ja, bitte sagt mir, warum das so ist. Kapiert es bis heute noch nicht. Und ja, ich denke mal, ich habe sozusagen meine Lebensmitte bereits überschritten. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.